Ja, ei, wo ist denn das Fresschen? Da ist es ja. Allerdings noch ein bisschen weit weg. Nun auf der Kangaroo Wildlife Ranch kann dem abgeholfen werden. Machen Sie sich in die Hose, steigen Sie in unseren Pool, wirbt der Naturpark in Südafrika. Einfach rein in die Tauchklamotte und man wird zum menschlichen Appetit happen. Wenn du im Käfig bist, gibt's noch ein paar Regeln. Halte dich immer am grünen Ring fest und niemals die Hände aus dem Käfig raushalten. Ein wichtiger Hinweis. Nicht, weil die Touristen sonst wertvolle Krokohaut mitgehen lassen könnten, sondern weil die Krokos Teile der Touristen mitgehen lassen könnten. Du bist immer versucht, die Hand nach ihnen auszustrecken, aber das wäre nicht gut. Denn auch wenn sie ganz träge aussehen, schnappen sie blitzschnell nach allem, was sie erreichen können. Die Käfigstäbe haben gerade so viel Abstand, dass die Krokos die Nase reinstecken können, aber das Maul nicht aufbekommen. Also sicher scheint es zu sein. Jetzt kann man sich die wirklich beeindruckenden Krokodile ganz genau ansehen. Salzwasser- und Nilkrokodile sind ja nicht nur die größten, sondern auch die gefährlichsten. Jedes Jahr fallen ihnen hunderte Menschen in Südostasien und Afrika zum Opfer. Deutlich mehr als Haien, mit denen ja Käfigtauchen schon ein alter Hut ist. Sicher macht auch ein großer Weißer eine Menge Eindruck. Allerdings müssen Haie erst angelockt werden und der Mensch passt gar nicht ins Beuteschema von Haien. Das ist bei Krokos anders. Die fressen alles, was nicht im Käfig ist. Krokotauchen ist cool. Krokodile sind ja ziemlich gefährliche Viecher. Eigentlich total verrückt, zusammen mit Krokodilen ins Wasser zu steigen. Man hat schnell die Hosen voll, wenn sie so dicht an dir vorbeischwimmen und wenn sie die Schnauze durch die Stäbe schieben. Beängstigend. Die Krokodile auf der Kangaroo Wildlife Ranch haben mit 4 Metern mittlere Größe. Salzwasserkrokodile werden bis zu 8 Meter lang, Nilkrokodile immerhin rund 6. Wenn die Leute erst einmal im Käfig sind, dann erfahren sie, wie riesig die Tiere wirklich sind. Man bekommt Respekt vor einem der besten Jäger der Welt. Sie sind perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Man steht ihnen ja Auge in Auge gegenüber, man kann die Nickhaut sehen, die ihre Augen unter Wasser schützen. Und man kann sehen, wie mühelos sie durchs Wasser gleiten, angetrieben von den Hinterbeinen und von dem Schwanz. Wie begeistert die Krokodile von der Sache sind, ist nicht so ganz klar. Allerdings machen sie einen recht gelassenen Eindruck. Die menschlichen Appetit haben, aber finden es klasse. Eine super Idee, mal was Neues. Ich habe ja schon vom Haitauchen gehört und wollte das mal ausprobieren. Aber Krokotauchen, das ist wirklich mal was anderes. Eine tolle Gelegenheit, den Tieren mal richtig nahe zu kommen, das bekommst du ja nie wieder. Tja, es sei denn, man klettert mal eben beherzt in den oberen Nil oder planscht vergnügt in einem nordaustralischen Wasserloch. Dort kommt man den Verwandten dieser Exemplare bestimmt viel näher, als einem lieb ist.